Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Autodrive-Tutorial. Wir werden heute mal unseren Häcksler mit Autodrive abfahren und wie das geht, zeige ich euch in diesem Video. Als erstes müssen wir unseren Drescher mal einrichten, also unseren Feldhäcksler. Und hier wählen wir das Feld 77 aus und hier steht noch kein freier Fahrer mit gleichem Ziel gefunden. Das macht aber nichts. Wir stellen jetzt trotzdem mal hier den Helfer ein. Jetzt wechseln wir einmal das Gerät. Das ist unser Abfahrer Nummer 1. Der muss jetzt zum Feld 77 fahren. Das tut er auch jetzt. Und jetzt sehen wir, dass der nicht erst zu dem Feldpunkt fährt, sondern direkt zu unserem Feldhäcksler, weil er schon in der Nähe von diesem Punkt ist und der Feldhäcksler braucht ihn sofort. Jetzt schauen wir mal zu den anderen. Der hat hier schon ein bisschen Häckselgut noch drin. Das können wir direkt mal entladen und schicken den jetzt auch zum Feld 74, nee, 77. Ich habe mal jetzt hier ein Multifrucht-Silo genommen, weil sonst bräuchten wir hier so ein ja, anderes Silo. Und das eignet sich jetzt erstmal, weil da kommt nochmal ein extra Tutorial dazu. Wir wählen hier mal das Multifrucht-Silo 2 aus. Das ist nämlich das hier. Und schicken den mal zum Feld 77. Und wie ihr seht, läuft das hier drüben auch schon. Und wir schauen mal in den Einstellungen, wie ihr das einstellen könnt. Übrigens hat sich auch mit dem Update 2.0.3, glaube ich, nichts großartig geändert. Nur die Farben haben sich als einziges geändert. Und jetzt schauen wir mal in unseren Feldhäcksler. Hier habe ich nichts verstellt. Also das sind alles die Standardeinstellungen, die schon vor installiert sind. Okay, er fährt ein bisschen schnell hier um die Kurven. Das müsste man eigentlich mal ein bisschen runtersetzen. Aber es ist jetzt nicht so schlimm, weil hier fahren keine Autos hier hinten. Ihr seht, hier vorne ist unser Feld. Unser Feldhäcksler arbeitet. Und er wartet jetzt auf unseren Abfahrer 2. So, jetzt tun wir mal den hier einschalten. Und das ist hier eine blöde Ecke. Deshalb nehmen wir den nochmal raus und fahren ihn nochmal mit an den Start. Das heißt, wir fahren ihn nochmal hier hin. So. Und jetzt sucht er den Feld 77 Punkt raus. Und der müsste jetzt den Pfad berechnen. Allerdings könnten wir ihn auch mal zu unserem Multifrucht-Silo schicken. Ich glaube, das wird ja nichts. Da hat sich irgendwie nicht richtig kalibriert. Deshalb fahre ich den jetzt mal manuell. Oder wir fahren ihn jetzt mal zum Multifrucht-Silo. Dann kann er sich wieder neu ausrichten. Und jetzt fährt dieser hier zu unserem Feldhäcksler. So, dann haben wir wieder das Problem gelöst. Jetzt funktioniert das auch wieder. Und wie ihr seht, die beiden funktionieren genauso, wie das auch bei den Mähdreschern funktioniert. Und ihr habt hier genauso wenig Probleme normalerweise, außer wenn sich jetzt das wie hier ein bisschen verkeilt, dann macht Autodrive da überhaupt nicht mit. Aber ansonsten läuft das eigentlich recht super. Und jetzt habt ihr eigentlich schon alles gesehen. Ihr seht, die Programmation ist sehr, sehr einfach. Und dann würde ich sagen, viel Spaß und ciao.